Hallo Rino-Freunde, hier ist wieder der Klaus mit einem neuen Video und zwar dieses Mal über einen Senkkopf mit Pozzi-Drive-Antrieb und den dazugehörigen Bit für den Akkuschrauber. Der Bit ist ein Viertel Zoll Bit, also dieser Sechskant hier hat 6,35 mm. Dann ist dieser ganze Bit 1 Zoll lang, 25,4 mm. Ungefähr die Hälfte ist dieser Antrieb für den Akkuschrauber und dann kommt eine Rundung und hier unten kommt dann dieses Teil, das wir uns mal im Querschnitt anschauen jetzt so. Diese Ausfräsung lassen wir vorläufig außer Acht, sondern zeichnen uns mal zuerst diesen Bit ohne diese Ausfräsungen, also dieses Profil hier. Bevor wir aber damit anfangen, ein paar kleine Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe. Und zwar, ich habe auf meine Computertastatur F4 den Befehl Offset gelegt mit der Option A. Das bedeutet, ich muss also gar nichts mehr machen als die Taste F4 drücken und kann dann sofort einen Artikel, einen Punkt, eine Kurve um einen bestimmten Wert versetzen. Ich zeige das mal kurz. Ich mache mal eine kleine Kurve. So, markiere die Offset. Und mit 2 mm versetze ich die jetzt um 2 mm nach der Seite, die ich gewählt habe. So, das löschen wir wieder. Das ist jetzt geklärt. Dann habe ich bei Rasterfang, rechte Maustaste, Einstellungen eingestellt, dass wir einen Fangabstand von 1 mm haben. Dann kann man hier die Rasterlinien einstellen. Die Anzahl insgesamt sind das 100. Dann die Nebenrasterlinien ist 1 mm Abstand und die Hauptrasterlinien, diese hier, sind in 10 mm Abstand. Das kann man also verändern, wenn man mag. Okay. Im rechten Feld, im Perspektivefeld, habe ich die Rasterung rausgenommen, weil mich die da stören. Und zwar mit dem Befehl Ansicht, Rasteroptionen, nur am aktiven Ansichtsfenster, also das, was ich gerade aktiviert habe, dann Rasterlinien anzeigen, Häkchen rausnehmen und schon sind die Rasterlinien weg. Dann auch die XY-Achse auslöschen, dann Symbol für die Weltachsenanzeige hier unten. Wenn mir das Grau jetzt zu langweilig erscheint, hier im Hintergrund kann ich das auch noch ändern, indem ich auf Ansichtsfenstereigenschaften gehe und hier ein Bild hinterlege, das ich mir vorher gemacht habe und hier anklicke. Wenn ich es in Grau haben will, dann hier noch den Klick. Wenn ich es so haben will, wie es ist, dann so. Jetzt haben wir einen anderen Hintergrund, der vielleicht nicht mehr ganz so langweilig ist. Ist natürlich Geschmackssache, es muss niemandem gefallen. Man kann es ja auch wieder wegmachen. Okay, nachdem wir das jetzt alles geklärt haben, können wir hier links uns ein paar Hilfslinien machen. Und zwar zuerst für den Bit, weil den Bit zeichnen wir zuerst, weil wir dann später, wenn wir den Kopf zeichnen, diesen Ausschnitt, diesen Pozzi-Drive-Ausschnitt hier mit diesem Bit aus dem Kopf entfernen. Also blenden wir unser Muster mal aus. Muster ausblenden und zeichnen uns ein paar Hilfslinien. Zuerst eine Linie in der X-Achse, dann eine Mittellinie in der Y-Achse. Unser Teil ist insgesamt 25,4 mm lang, also 1 Zoll. Dann markieren wir das und gehen auf unsere berühmte Taste F4 und sagen 25,4. Und dann haben wir in der richtigen Höhe schon unsere erste Hilfslinie. Dann haben wir gerade gehört oder gesehen, dass der Pozzi-Drive-Teil unten bei 10 mm aufhört. Also machen wir uns bei 10 mm eine Hilfslinie, wieder F4, 10. Dann kommt eine Rundung und diese Rundung hat einen Radius von, habe ich mal so geschätzt, von 3 mm und ist 1 mm über diesem 10 mm Teil. Also gehen wir da noch 1 mm hoch, F4, 1. Und dann kommt da irgendwo unser Radius hin. Gehen wir mal auf die Durchmesser.
Hier unten an der Spitze, können wir noch mal kurz anschauen, haben wir einen Teil, der in 15 Grad Neigung ist. Und der Durchmesser ist 3,5 mm von hier bis hier. Der Gesamtdurchmesser von diesem Teil hier unten ist 6,3 mm. Also machen wir unsere zwei Hilfslinien. Einmal bei 3,5, also die Hälfte davon, ist 1,75. So. So weit geht unsere 15 Grad Linie. Und dann die nächste Linie, die geht bis 6,3 Durchmesser, also 3,15. Mitte 3,15. So, und unseren Radius, den wir zeichnen, der ist ja in Abstand von 3 mm auf dieser Achse. Also müssen wir einen Bogen zeichnen, machen wir lieber gleich einen Kreis, von hier mit Radius 3. Dann haben wir hier unseren Punkt. Das können wir dann wieder löschen, den Kreis. Dieser Punkt reicht uns ja. Gut, dann können wir ja mal das untere Teil anfangen zu zeichnen. Wir gehen von der Mitte aus. Im Winkel von 15 Grad habe ich ja eingestellt diesen Winkel. Und zwar muss ich den Rasterfang ausnehmen und Next wählen. Da bin ich bei dieser Linie. Und von diesem Punkt aus im Winkel von 90 plus 25, das sind 115 Grad, also relativ, sagen wir mal 5 mm, Winkel 115 ist dieser Punkt. Trimme ich jetzt gleich. Diese Linie kann ich trimmen, das kann ich trimmen, das auch. So. Und so sieht der Umriss von unserem unteren Antriebsteil aus. Dann machen wir jetzt den Bogen mit dem Befehl Kurve, Bogen, Mitte, Start, Winkel, zum Beispiel Mitte, Start und Winkel. So. Jetzt können wir das verbinden, dass wir eine geschlossene Kurve haben. Und zwar löschen wir das mal erst raus hier. Das brauchen wir auch nicht mehr, das können wir löschen. Und diesen Kurvensatz können wir jetzt verbinden. Bearbeiten, verbinden. Jetzt haben wir einen Teil. Und das können wir auch gleich rotieren, damit wir diese untere Kontur schon mal zu einer geschlossenen Fläche gemacht haben. Rotation, Mittelachse wählen. Und schon haben wir diese Fläche fertig. Jetzt kommt der obere Teil, also unser Viertelzoll Antrieb, Sechskant. Das geht folgendermaßen. Kurve, Polygon, Mitte Radius, Seitenzahl 6, schon voreingegeben. Außenliegend nicht vergessen. Den Mittelpunkt wählen, hier. Und jetzt die Größe eingeben. 6,35 durch 2. Einmal mit der linken Maustaste die Größe bestätigen. Jetzt noch den Sechskant etwas runden. Eckpunkte verrunden, 0,25, Return und schon ist es gerundet. Jetzt können wir aus diesem Sechskant eine Fläche machen. Und zwar Fläche Kurve extrudieren, gerade, und die extrudieren wir jetzt nach unten, bis dahin. So, und jetzt entfernen wir den überflüssigen Flächenanteil mit Trimmen. Zuerst diesen Flächenanteil und jetzt das markieren und trimmen den anderen Flächenanteil so. Jetzt ist das fertig. Die Kante hier oben bei diesem Sechskant können wir noch etwas abfasen. Dann dazu drehen wir das mal.
um 30 Grad. So, dann haben wir nämlich diese Kante da und sehen besser, wie weit wir das abfassen können. Machen wir einen Abzugkörper, 45 Grad Dreieck hier, und das rotieren wir um die Mittelachse wie üblich. Das habe ich ja in den anderen Videos schon häufig gemacht. Fläche, Rotation, Mittelachse wählen und schon ist das fertig. Dann Dreieck kann ich gleich löschen. Und jetzt senke ich das etwas ab, Rasterfang raus, kontinuierlich, so, und ziehe das von diesem Sechskant ab. Und was habe ich vergessen? Ich kann das gar nicht abziehen, weil das noch eine Fläche ist hier. Ich muss ja erst einen Volumenkörper draus machen. Dann machen wir das mal erst. Dieses Teil wählen, mit der Shift-Taste dieses Teil wählen, gehen auf Verbinden. Jetzt ist das ein Teil und da setzen wir jetzt oben einen Deckel drauf, Deckfläche auf planare Öffnung, und jetzt ist es oben zu und jetzt können wir das abziehen, unseren Abzugkörper. Volumenkörper, Differenz, Abzugkörper. Den löschen wir gleich wieder, den brauchen wir nicht mehr, und schauen uns das noch hier mal an. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kommt das etwas schwierigere Teil. Jetzt müssen wir ja von diesem unteren Teil etwas abziehen, etwas ausfräsen. Ich drehe das mal schnell wieder in die ursprüngliche Lage, 30 Grad. So. Schauen wir uns mal das Muster nochmal an. Jedenfalls ist hier so eine Kontur, so ein Bogen. Und der ist so breit, also so breit müssten wir einen Teil machen, dass diese Kontur hat und diese Breite, um das hier abzuziehen. Und das muss man dann versetzen von der Mittelachse, von hier, um die Hälfte der Breite dieses Steges. Und dann davon abziehen. Okay, versuchen wir das mal, diese Kurve zu machen. Ich blende mal den Schraubenkopf aus mit Steuerung A und schau mal, wie ich die Kurve dahin kriege. Die Breite dieses Steges haben wir irgendwo. Die ist 1,34 mm, 0,67 mm von der Mitte aus. Mache ich mir dann die Hilfslinie hier. Na, die brauche ich ja noch, die Mittellinie, habe ich die jetzt gelöscht. Das war nicht gut. Und diese 10 mm Linie habe ich auch noch gelöscht. Aber da brauche ich jetzt für den Auslaufen 9,5. Also ist das ganz gut so. Und jetzt 0,67 von der Mitte aus, 0,67. Da haben wir eine Linie. Und hier oben haben wir den Auslauf. Also, dann zeichnen wir mal unseren Radius. Versuchen wir das mit Kurve, Bogen, Startende, Richtung, Startende, Radius. Das gefällt mir. Start, Schnittpunkt, rechte Maustaste, hier, Schnittpunkt hier. Und jetzt noch der Radius. 25 ungefähr, 24, das lassen wir so. Und jetzt verlängere ich das noch etwas. Kurve verlängern mit Bogen, diese Kurve ein bisschen und diese Kurve ein wenig.
und jetzt mache ich daraus eine geschlossene Fläche und aus dieser Fläche einen Abzugkörper. Also gehe ich auf Ende, Ende wählen. Diese Teile verbinden. Dann schauen wir uns das in der Draufsicht an. Da ist es, ja. Und da machen wir jetzt einen Festkörper draus. Und zwar extrudiere ich diese Kurve, planare Kurve extrudieren, gerade, um 2 mm in etwa. So. Und weil es da ein Steg stehen bleiben soll, mit der Breite von 1,34, muss ich das 0,67 mm nach unten verschieben. Also minus 0,67. So, das schauen wir uns mal hier an. So sieht es jetzt aus. Naja, ich glaube, das wird ganz gut. Jetzt spiegeln wir das gleich, weil wir das oben ja auch brauchen. Transformieren, spiegeln, Rasterfang um diese Mittelachse. Und jetzt spiegeln wir das nochmal um diese Mittelachse. Transformieren, spiegeln. Volumenkörper, Differenz, unsere Abzugkörper wählen, Return und schon sind die abgezogen, hoffe ich. Wir drehen diese vier Teile mal. 1, 2, 3, 4. Um 90 Grad, um den Mittelpunkt, transformieren, drehen, 0,0, 90 Grad und ziehen sie wieder ab, Volumenkörper, Differenz, diese Teile, Return und jetzt blenden wir die mal aus, markieren und ausblenden. Und schauen uns das Ergebnis an. Und schon ist unser Pozzi-Drive-Bit fertig. So schaut er auch in Wirklichkeit aus. Jetzt wähle ich alle Linien und ziehe unseren Bit davon ab mit der Taste Steuerung und lösche die Linien. Und jetzt zeichne ich mir meinen Kopf. Dazu schiebe ich den Bit etwas nach oben, vielleicht so 10 mm, dass er nicht stört. Und jetzt kommen meine Hilfslinien für den Kopf. Das ist praktisch die Nulllinie hier. Dann ist der Kopf 11 mm Durchmesser. Dazu versetze ich die Linie um 5,5. Dann ist der Kopfrand immer ungefähr so 0,3 mm, schätze ich mal. Also diese Linie 0,3. Und von da aus geht 45 Grad hier der Senkkopf zur Mitte. Also kann ich gleich anfangen hier in der Mitte, den Punkt, diesen Punkt, jetzt 45 Grad, bis auf 6 mm, weil da fängt ja jetzt das Gewinde an. So. Und schon haben wir die Kontur unseres Schraubenkopfes für M6. Jetzt kann ich gleich die Kanten runden mit 0,2 mm. Also Kurve, Eckpunkte verrunden. 0,2. So, sehr schön. Und jetzt rotiere ich das wieder wie üblich. Kurve,
Fläche, Rotation um die Mittelachse. Und schon habe ich meinen Kopf 360 Grad. Und jetzt muss ich nur noch meinen Potzi drauf, Bit absenken und ihn vom Schraubenkopf abziehen. Weil aber jetzt der Bit in den Schraubenkopf reinpassen soll beim Arbeiten, muss ja der Ausschnitt im Kopf geringfügig größer sein. Also werde ich meinen Bit jetzt kopieren und einen Teil davon in die Ebene Potzi Drive verschieben. So, jetzt ist ein Teil in der Ebene Potzi Drive und der andere Teil in der Ebene Standard. Diesen in der Ebene Standard vergrößere ich jetzt geringfügig. Transformieren, skalieren, 2D. Ursprung ist natürlich wieder der Mittelpunkt. Skalierungsfaktor ist, sagen wir, 1,02. Jetzt ist er etwas größer und jetzt kann ich ihn hier unten abziehen. Versenken wir ihn mal. Wie tief kann der rein? Nach meiner Tabelle ungefähr 2,7 mm. Und jetzt 2,7 mm absenken, also minus 2,7. Und jetzt abziehen vom Kopf. Kopf wählen, nicht die Kurve. Kurve kann ich löschen. Diesen Kopf wählen. Jetzt Differenz, den Abzugkörper wählen. Dann schauen wir uns, den können wir ausblenden. Und schauen wir uns den Kopf mal an, von oben. Na, wenn das nicht schön ist, der passt schon. Versuchen wir noch, diesen Ausschnitt etwas abzurunden. Zwar mit dem Befehl Volumenkörper, Kanten verrunden, Komma 2 ist ein bisschen viel, Komma 1. Okay, und jetzt die Kanten wählen, nur hier die Kanten. Und das funktioniert wunderbar. Jetzt müssen wir noch diese Kerben hier rein zeichnen. Für was sollen die überhaupt gut sein? Die können nur für eins gut sein, dass man sieht, dass das Potzi-Treibschrauben sind. Naja, wie machen wir das denn? Ich drehe das mal 45 Grad. Was mache ich denn? So, und dann lege ich da ein dreieckiges Abzugteil rein. Versuche ich mal einfach nur ein dreieckiges Abzugteil zu basteln. Rasterfang. Das ziehe ich in die Länge. Volumenkörper, planare Kurve extrudieren, gerade, so. So, jetzt drehe ich das Teil wieder, transformieren, drehen um 0, 90 Grad. Und jetzt muss ich das etwas kippen, schätze mal 5, 6 Grad. Also minus, sagen wir mal, minus 6 Grad. Und wie weit ungefähr? Ich nehme mal den Rasterfang raus und gehe einfach hier runter. So, und mache jetzt mal einen Versuch. Volumenkörper, Differenz und schauen wir das an. Ich werde es mal ausblenden. Das ist ja schon fast gut. Gehe noch ein paar Hundertstel tiefer. Minus 0,0. Oder 300stel so. Jetzt das viermal anordnen. Transformieren. Anordnen. Polar 0,0. Viermal. So. Und jetzt Kopf wählen, Volumenkörper Differenz wählen,
diese Teile wählen, abziehen und jetzt müsste das passen. Jetzt müssen wir nur noch unseren Prozitreif hier abbilden, das Ganze als Perspektive auswählen, Ansicht definieren, Perspektive, Format füllend. So, schön wäre es, wenn wir unten diesen Schaft noch ein bisschen wellenförmig beenden können und das noch ein bisschen runtersetzen, minus 5, da hier unten einen Volumenkörper Zylinder, wählen hier irgendwo einen Punkt und sagen 12 mm Durchmesser, so lang, das wählen, Volumenkörper abziehen, Differenz und schon sieht es so wellenförmig aus, wie man es in der Abbildung oder in der Zeichnung macht. Damit ist dieses Video zu Ende. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder Kommentare und Anregungen in den Kommentaren freuen. Und tschüss, euer Klaus.